Wo kann man denn Lego Ninjago jetzt genau schauen? Das ist eine Frage, die ich extrem oft von euch gestellt bekomme. Und ja, jetzt habe ich mich mal hier hingesetzt, um euch diese Frage so ein bisschen zu beantworten. Ich habe mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und werde euch in diesem Video alle legalen Möglichkeiten nennen, Ninjago zu gucken. Natürlich alle verschiedenen Ehren und alles Mögliche da. Also starten wir doch einfach mal rein da. Wir beginnen da, wo auch Ninjago begann, bei den Pilotfolgen. Da hat man die Möglichkeit, die sowohl auf togo.de zu sehen, als auch auf RTL Plus. Auf togo.de ist es tatsächlich kostenlos, ich würde da also diese Version empfehlen. Allerdings ist so ein kleines Problem von togo.de, und das sag ich schon mal so ein bisschen vorweg, dass da manchmal vielleicht die ein oder andere Szene aus dem Ganzen rausgeschnitten wurde und dass das vielleicht auch alles so ein bisschen beschleunigt ist. Das ist generell bei Togo so, dass da manchmal ein paar Sachen so ein bisschen kinderfreundlicher gemacht werden, auch bei der deutschen Synchronisation und bei allem Möglichen. Also ich würde euch raten, wenn ihr eine sinnvolle Alternative habt, dann vielleicht auf diese zurückzugreifen und dann vielleicht Togo mal eher so auf der Seite stehen zu lassen. Was allerdings bei Togo gut ist, ist, dass es kostenlos ist. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Möglichkeit, die Pilotfolgen zu gucken, beziehungsweise eine der Pilotfolgen, die erste Hälfte des Pilot-Specials. Und das ist auf Legos Webseite. Die haben das tatsächlich dort hochgeladen und tatsächlich sogar in deutscher Sprache, was natürlich mal super ist. Wir gehen jetzt allerdings mal weiter, begonnen bei Staffel 1. Man hat die Möglichkeit, Staffel 1 bis 10 von Lego Ninjago, also die erste Lego Ninjago Serie, auf RTL Plus zu gucken. Außerdem gibt es fast alle Folgen dazu aktuell auf Legos YouTube-Kanal in so einer eigenen Playlist. Die einzigen Folgen, die fehlen, sind so zwei Folgen, aber sonst sind wirklich alle Folgen von Staffel 1 bis 10 in dieser Playlist drinnen. Es ist natürlich die Frage, ob zu dem Zeitpunkt, wo du dieses Video hier siehst, die Folgen immer noch alle verfügbar sind, weil das ist bei Legos YouTube-Kanal mal so eine Sache, die nehmen ab und zu mal die ein oder andere Folge wieder runter, geben sie dann wieder irgendwann später online, aber aktuell zu dem Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme, am 27.01.2024, sind fast alle Folgen von Staffel 1 bis 10 verfügbar. Also, das ist doch mal wunderbar. Eine andere kostenlose Möglichkeit ist togo.de. Und dann gibt es dann natürlich auch noch Netflix, wofür man allerdings wieder was zahlen muss. Auf Prime Video gibt es tatsächlich auch etwas, da gibt es allerdings nur die Staffel 4 bis 10 im Abo enthalten. Aber zwischen Staffel 4 und 10 spielt sich tatsächlich noch so ein kleines Special ab. Und zwar das Tag der Erinnerungen Special. Und dieses findet ihr aktuell auf RTL Plus sowie Togo, wenn ihr es kostenlos gucken wollt. Damit wären wir jetzt auch schon mit der ersten Ninjago-Serie durch und können zur zweiten übergehen. Ninjago Verbotenes Binjitsu bis zu Ninjago die Rückkehr. Das findet man tatsächlich auf Togo, auf RTL Plus und auf Netflix. Auf Prime Video gibt es tatsächlich auch einen Teil davon, allerdings nur Verbotenes Binjitsu. Und auf Legos YouTube-Kanal ist aktuell der erste Part von Die Rückkehr vorzufinden. Und jetzt gibt es ja neuerdings auch noch eine neue Ninjago-Serie, die Serie Lego Ninjago Aufstieg der Drachen. Und die findet ihr aktuell auf togo.de, RTL Plus, Netflix und Legos YouTube-Kanal. Allerdings ist es auf Legos YouTube-Kanal wirklich nur für Deutschland aktiviert. Das heißt, wenn ihr in Österreich oder in der Schweiz wohnt, dann könnte das für euch etwas schwieriger werden, da über Legos YouTube-Kanal dran zu geraten, aber mit einem VPN könnte es zum Beispiel gehen. Zusätzlich zu den Möglichkeiten, die ich jetzt genannt habe, hat Togo natürlich auch noch einen YouTube-Kanal. Da sind die Folgen allerdings meistens sehr unordentlich und da fehlt auch das ein oder andere Mal irgendeine Folge dazwischen und ich würde echt nicht empfehlen, das über den Togo YouTube-Kanal zu gucken. Natürlich gibt es dann auch noch Möglichkeiten wie einfach auf einen TV-Termin zu warten, wenn Ninjago gerade im Fernsehen läuft. Oder dass man sich eben eine DVD besorgt oder die Folgen einfach irgendwo im Internet zum Streamen kauft. Das sind jetzt allerdings alle Möglichkeiten, Ninjago aktuell zu sehen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ciao ciao, viel Spaß beim Ninjago gucken.